Na, da habe ich einen ganz schönen Trubel in der letzten Folge bei einigen von euch verursacht. Ich will euch schon nicht weiter auf die Folter spannen. Hol mal die Abstimmung rein. Los geht's. Und da haben wir eine eindeutige Entscheidung. Mit 89%, 3676 Mann möchten, dass ich weitermache mit Fortnite. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt bei der Abstimmung. Und es wird natürlich auch sehr, sehr viele glücklich schätzen, dass ich weitermache. Ne, ganz besonders an dich, Rico. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Und natürlich habe ich wieder einiges für euch vorbereitet. Natürlich machen wir heute den Waffentest mit der König der Ratten. Nee, das war falsch. Rattenkönig, genau. Den Rattenkönig testen wir heute. Und natürlich müssen wir unseren Hauptauftrag abschließen. Und zwar ein Hoffnungsschimmer. 2 von 3 haben wir schon. Und die Mission wird heute sein... Betasturm. Ja, stelle ich euch heute mal vor. Ist ganz witzig. Ist ungefähr so wie der Horden-Herausforderung. Ja, das verengt sich immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und dann hast du noch einen ganz kleinen Bereich, wo du agieren kannst. Richtig geil gemacht. Aber es gibt einen Haufen Belohnungen. Deswegen empfehle ich euch, so viele Beta-Stürme wie möglich abzuschließen, solange wie das drinne ist. Weil da kriegt ihr richtig viel Saisongold. Fortress Plus und Fortress Plus episch und legendär. Alles Mögliche drinne. Und Fortress Fix ist auch drinne. Also richtig reinhauen und die Mission so schnell wie möglich abschließen. Aber das machen wir heute natürlich nicht allein. Wen haben wir denn heute dabei? Und zwar einmal, ich klaue Kekse, ganz, ganz liebe Grüße an dich. Python Toasting ist dabei, ganz, ganz liebe Grüße auch an dich. Und der Babbelkin, hallöchen, mein Lieber. Ja, lange nicht gesehen und lange nicht gespielt miteinander, aber heute ist es wieder soweit. Ja, und was darf man nicht vergessen? Natürlich die Grüße. Die Grüße, die gehen jetzt auch noch raus. Da freuen sich wieder 2 Herren, die dabei sind. Nummer 1 und Griefkram, Griefkram. Was? Griefkram? Tiefkram, so. Und Nummer 2. Und dann schauen wir nochmal rein, wer dabei ist. Und zwar einmal Lama YouTube. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und der zweite Herr ist der, oder sie, wie wir sehen, wie wir mal schauen. Und das ist der Knuffelwuffel. Ganz, ganz liebe Grüße an euch beide. Vielen lieben Dank für den Support und für die Unterstützung. Und erstmal nochmal vielen Dank für den Support in den letzten Tagen. Es war sehr, sehr grandios. Vielen lieben Dank. Und ja, auch gleich für euch eine Abstimmung für den Mittwoch. Welchen Helden sollen wir denn als nächstes spielen? Aus welcher Heldenklasse? Soll es der Soldat sein? Soll es der Entdecker sein? Der Ninja oder der Konzerteur? Ich entscheide das jetzt oben rechts in 3, 2, 1. Ab geht er! Und jetzt zocken wir den Betasturm. Ah, welchen Helden spielen wir denn? Die Entdeckerin Ramirez? Hä? Macke oder was? Natürlich, die Meistergrenadierin Ramirez spielen wir heute. Los geht's! Du hast doch bestimmt auch diese Gerüchte gehört, dass es noch einen gefährlicheren Teil des Sturms gibt, oder? Nö, hab ich nicht. Ein ätzenden Sturm, der immer näher kommt und dich irgendwann lebendig verschlingt? Weißt du noch, als ich sagte, das würde hier niemals, nie nicht passieren? Tja, da lag ich wohl falsch. Du erzählst viel, wenn der Tag lang ist. Das darfst du nicht vergessen. Wir müssen die Daten beschaffen, bevor der Sturm uns überrollt. Also solltest du dich vielleicht beeilen. Wir haben nur 20 Minuten. Achte auf deiner Karte darauf, wohin der Sturm sich bewegt. Oh, Schattenplatz. Landeplatz gesichtet. Cooler Fund. Also, der Landeplatz ist immer grundsätzlich fast in der Nähe des Boots. Wir müssen wie immer die Daten beschaffen. Nur, dass aber du's dieses wisst. Mal müssen wir auf den Sturm achten. Wenn du dem Sturm ausgesetzt bist, tut das weh. Richtig weh. Du wirst Schaden erleiden, wenn du in dem Sturm bist. Also behalte deine Kondition im Auge. Wo ist der? Es ist wie ungefähr ein Battle Royale, ne? Jeder Angriff, wenn ihr in die Zone kommt, kriegt ihr Schaden. Könnte die Daten beschädigen. Es wäre wohl besser, Verteidigungslinien, um den Landeplatz des Ballons zu errichten. So, oh Gott, das ist ja der beschissene Landeplatz. Ein richtig beschissener Landeplatz. Na, Halleluja. Naja, naja, was haben wir denn? Was haben wir denn? Metall? Haben wir den Metall? Sicher ist sicher. Da war zur Porzellankiste. Was? Was erzählst du schon wieder von der Scheiße? Und natürlich dürfen wir den Waffentest nicht vergessen. Dafür müssen wir sie erstmal herstellen. Ich habe sie bloß auf 82 gemacht, weil im Moment fehlen mir im Moment die... Au! Die reinen Regentropfen. Du spinnst, du. Ja, warte mal ab. Du bist gleich fällig. Ja, ja. Klintgänger. Hey, das war meiner Python Toasty. Manu! Immer schießen sie mir meine Hüllen weg. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was er drauf hat. Auf jeden Fall haben wir eine Taschenlampe dran. Hoho, geil! Da können wir im Dunkeln ein bisschen rumfummeln. Was? So, da unten sehe ich doch was. Da können wir gleich mal testen, wie es abgeht. Freunde, wo seid ihr? Ja, hier läuft gerade irgendwas Bienenmäßiges rum. Hallo? Wow! Na, Halleluja! Also, es ist auf jeden Fall nicht rot.
Und die haut ganz schön rein, das muss man mal so sagen. Und die ist noch nicht mal gepirkt. Die ist Level 82. Na, Halleluja. Sag mal, Macker oder was? Ja, hast du Kopfschmerzen, ne? Blöde Sau. Was mir gleich mal so auffällt, durch die Taschenlampe, ne, hat man so einen kleinen Lichtpegel. Das finde ich ja cool. Eigentlich müssten wir das bei der Trommelwirbel auch haben, weil wir da auch eine Lampe drin haben, aber da ist gar nicht. Das ist so doll, die Verarschung. Und das ist eine Gründerwaffe. Ihr wollt mich doch verarschen, das ist doch unfair. Aber sieht cool aus, wenn man sie auf dem Boden sieht. Blub, 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 blub. Also, schönes Gadget, die Lampe. Finde ich gut. Obsidian. Einfach mal so an der Wand. Ist das unfair. Also, auf jeden Fall hat sie 10 Schuss im Magazin. Und hier haben wir ein schönes Lager. Werden wir mal gucken, wie weit wir da kommen. 1, 2. Eigentlich brauchen wir gar nicht zielen. Dann können wir aus der Hüfte schießen, ne? Also, im Moment haut sie ganz gut rein. Wir versuchen nur mit der Waffe zu spielen erstmal. Ohne Fähigkeiten einzusetzen. Das wird aber problematisch. Die haben mich schon vereist, die Kriebel. Wir wurden soeben beliebt. Ja, so können wir es auch nennen. Au. Bist du blind? Ich bin doch hier. Schon wieder daneben. Daneben. Mensch, Kerlchen. Du musst schon mal zielen. So wie ich. Ein Schuss, ein Treffer. Also der Damage ist schon nicht schlecht. Das muss man schon mal so sagen. Ne? Wir können ja mal gucken, was wir an der noch verändern können. Was haben wir denn für Perks überhaupt drauf? Wir haben Schaden, Nachladegeschwindigkeit, physischen Schaden, kritische Trefferwerte, Schaden gegen verlangsamte und festgehaltene Tilde. Und was haben wir hier noch? Verlangsamte 17 Sekunden lang. Also ein bisschen umperken könnten wir eventuell. Mal schauen. Aber im Moment macht es sehr deftigen Schaden. Also mir gefällt sie bis jetzt ganz gut. Und auch gegen Elementhöhlen. Wir müssen mal gucken, was sie gegen Smasher und Nebelmonster macht. Dann kann man sich ja noch entscheiden, wie man es umperkt. Ne? Moment. Sieht das ganz gut aus. Auf Distanz. Gucken wir mal. Zielen brauchst du aus der Distanz nicht mehr. Das ist Quatsch. Bist nah genug dran. Pass mich nicht an. Ja, ja, schmeiß sie nur das Zeug daneben. Oh, das war knapp. Eine unserer Drohnen ist beschädigt. Die Höhlen dürfen die Drohne nicht zerstören. Nein, hab ich getroffen. Minuspunkte, das gibt Minuspunkte. Müssen wir mal gucken, wie der auf Distanz abgeht. Ob das ähnlich ist wie bei der Hydra. Im Moment kommen sie mir sehr stark wie die Hydra vor, muss ich schon dazu sagen. Schrauben, die muss ich mitnehmen. Das geht nicht anders, ne? Immer schön alle Schrauben mitnehmen. Und mittlerweile haben wir ja genug. Soll das heißen, bleiben sie hier stehen? Okay, dann bleib ich hier stehen. Nicht verarscht. Freunde, seid ihr unten? Ihr könnt doch nicht alle weglaufen. Und eure Pilze hier liegen lassen. Das geht ja gar nicht. Aber hier scheint, hier unten war noch keiner. Weil hier ist noch Kohle. Kohle! Ah. Da hinten schlummern sie. Und wir haben auch ein Nebelmonster dabei. Da schauen wir doch mal, wie gut sie ist. Bam! 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 Ja, wenn wir die noch ein bisschen leveln. Hey, Freunde! Daneben, daneben. Ja, es war wieder zu nah dran. Also mittlere Distanz ist okay, kurze Distanz ist auch tödlich. Aber auf längere Distanz müssen wir mal schauen. Irgendwas schnarcht hier doch. Das sind meine Freunde. So, dann nehmen wir doch mal die da hinten. Also Entfernung macht die keinen zu großartigen Schaden. 3 Schüsse für so eine Hülle. Also die beste Distanz, Hüllen hier wegzudübeln, ist auf mittlere und kurze Distanz. Jüdische direkter Headshot. Na, gucken, gegen Elementhüllen sieht's kritischer aus. Aber das liegt daran, dass es so physischen Schaden hat. Hm. Warte mal. Können auch einfach einen Trick machen. Zack. Überraschung. Ja, das ist der einfachste Trick gegen diese komischen Kühlschrankhüllen. Nee, die hießen ja ganz anders. Wie hießen die Nummer? Ne, schreibt's mir mal in den Kommentaren. Da könnt ihr euch ein neues Herz verdienen, wie diese Höhlen jetzt genau hießen. Ist natürlich eine echt beschissene Stelle, um hier zu bauen, aber na gut, so ist es halt. Und da haben wir ja eine Höhle. War da schon einer drin? Hallo? Freunde? Haha! Ich hab's geahnt. Hier ist Obsidian. Haha! Ja, Luftschläge sind ungesund, ich weiß das, aber... Hä, warum lässt sich... Jetzt lässt sich das abbauen. Manchmal ist es echt tricky mit dem Abbauen. Das ist auch hier so ein komisches neues Feature. Feature, meine ich damit Bug. Seit neuestem. Naja, dass man das, die Materialien in Höhlen nicht richtig abbauen kann, sondern irgendwie zigmal dagegen schlagen muss oder bestimmt eine Richtung schlagen muss, bevor man es überhaupt
abbauen kann. Es ist natürlich ein bisschen twiggy, ne? Wir dürfen nicht vergessen, immer noch Early Access, ich weiß. Und ich bin immer noch sehr enttäuscht von Epic Games, was sie gemacht haben, aber... Trotzdem ist das Spiel geil. Kannst du machen, was du willst. Guck mal da. Zwei Abkömmlinge. Hey! Du spinnst wo? Und du auch. Ja, man sieht's. Auf kurze Distanz ist es richtig geil. Aber auf lange Distanz... Hast du mich gerade angeschmissen? Hast du eigentlich eine Macke? Habt ihr diesen riesen Blutfleck gerade gesehen? Wow, ist das brutal, das Spiel, oder? Und so, das ist jetzt das Beta-Sturm. Ne? Ihr seht das, es kommt immer näher. Das kennt ihr aus Battle Royale oder aus der Hoden-Herausforderung. Wenn ich jetzt rumgehe, über die Grenze, kriege ich Aua. Es gibt nur eine Möglichkeit, alle Daten zu beschaffen. Wir müssen den Ballon so bald wie möglich abschießen. Ja, Vor ja. Den Ballon vom Himmel, lade die Daten herunter und dann nichts wie weg. Ja, da haben wir da erstmal eine Drohne raus und noch eine Drohne raus. Hey. Der Ballon ist gelandet. Vorgedrängelt wird er nicht, ich bin zuerst dran. Ja, ich klau Kekse baut schön ein. Genau, jetzt sind wir alle wieder zusammen. Jetzt können wir wieder Spaß haben. Ich hab da was! Ja, Python. Wie ist der Python Toasting? Der geht wieder ab hier wie Spitzkasse. Der muss natürlich wieder voll übertreiben mit der Gatling hier. Warte nur. Also die Mission ist auch ziemlich kurz, finde ich eigentlich richtig geil. Da kommen wir nicht durch. Also Schilde kommt das Ding nicht durch. Schade eigentlich auch. Datei erfolgreich daneben abgerufen. Dann nimmst du halt das hier. So, lass dich schmecken. Also die Beta-Stürme sind übrigens keine große Herausforderung. Bin ich der Meinung, es gibt einen Haufen Loot. Das muss man schon dazu sagen. Oh hier, die strahlen Menschen. Au, au. Böse Viecher. Ganz, ganz böse Viecher. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, Beta-Stürme. Also eine Herausforderung ist es jetzt eigentlich nicht. Muss ich schon dazu sagen. Also da sind natürlich die Vierer-Mission deutlich schwerer. Lass doch mal den armen Babokin in Ruhe. Der steht wieder auf K, oder was? Spitzt oder was? Ich muss kämpfen. Ich hab da was. Ich hasse diese Abschirmhöhlen. Die sind so nervtötend. Naja, gegen die völligen Höhlen wird es schon wieder schwieriger. Ey, sag mal. Und ihr seht, die Grenze kommt immer näher. Und irgendwann haben wir nur noch einen gewissen Aktionsradius, wo wir arbeiten können oder handeln können. Aber ganz ehrlich, ich habe schon eine Sturmtruhe im Sturm drin gemacht, außerhalb der sicheren Zone. Und ich habe den trotzdem geschafft, ohne zu sterben. Also es ist auch möglich. Ach, Babokin, macht mal wieder mit. Nee, der steht immer noch auf gar. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Kenne ich gar nicht von ihm. Alle weg. Was springt hier oben so rum? Datei erfolgreich abgerufen. Schönes Quarz. Also im Einzelschuss ist sie schon ganz gut. Gedrückt halten bringt gar nichts. Kann man sie vielleicht noch aufladen irgendwie? Nee. Also nur mittlere Distanz und kurze Distanz ist effektiv. Die Rattenkönig. Ansonsten kannst du echt mit Skat drücken. Aber auf kurze Distanz macht sie dann auch wirklich richtig schön. Übermäßigen noch Damage. Und wenn sie noch richtig perkst, dann geht die richtig ab. Das ist nur ein Einzelschuss. Also es kommt mir sehr, sehr stark wie die Hydra vor. Und so schlecht finde ich es jetzt gar nicht. Und das geile Gadget mit der Lampe finde ich auch nicht schlecht. Das sieht cool aus hier. Aber dass es natürlich bei der Trommelwirbel nicht ist, das ist natürlich auch wieder so ein Teil. Was ich nie ganz verstehe. Schweber, guck mal her hier. Ich hab da was. Ah, drei Schüsse. Aber er war schon angefrackt. Ups. Daten sehen gut aus. Ah, der Sturm, der kommt immer näher, ne? Komm mir vor, als wäre ich gerade Battle Royale. Ernsthaft. Ach ja, ihr drei. Wollte wieder stänkern, ja? Abgerufen. Das fällt aber mal aus, wegen ist nicht. Ach, den Scheiß könnt ihr behalten, will ich nicht haben. Der eine oder andere wundert sich bestimmt, warum ich gerade die Bodengefriere und die Wandpfeile unten links drin habe. Das mache ich deswegen, weil ich das zum Farmen benutze. Da sind Ressourcen drin, die ich farmen will. Und wenn ich ungefähr 2000 habe, weiß ich genau, jetzt kann ich aufhören mit Farmen. Zumindest noch von der Ressource. Die werden wir jetzt einfach mal ausmachen. Da wählt ihr die einfach an, ne, und drückt einfach T. Und dann ist sie aus. Das machen wir mit den Wandpfeilen auch noch. Und damit ist sie weg. So, und dann haben wir wieder ein freies Bild und können sehen, ich klaue Kekse. Mike SC. Ach, die Worte Sturmtruhe. Haben wir wieder verpasst. Naja, ist nicht so schlimm. Also, es ist schon gering, ne? Also, aber es wird nicht enger. Das ist der letzte Radius. Also, mehr wird's nicht. Jo. Und
übermäßig viel mehr Schaden kriegen wir jetzt auch nicht. Wir kriegen jetzt 9336 Schaden außerhalb der Zone. Naja, also Beta-Stürme sind cool zum Farmen von seltenen Ressourcen oder wichtigen Ressourcen, die ihr braucht zum Weiterkommen beim Spielen, aber die übermäßige Härte ist es jetzt nicht, muss ich schon mal dazu sagen. Ja, das Gute bei der Meistergeneratorin ist, wenn wir Höhlen erledigen, kriegen wir natürlich Lebenspunkte. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, ein bisschen Schaden kriegen hier. Ne? So. Oh, wo musst du mitnehmen? Ne, Klappe, Entschuldigung. So, jetzt haben wir ein bisschen Schaden genommen. Genau, jetzt gehen wir wieder in Deckung. Noch eine Datei. Jetzt mache ich nochmal eine Granate. Na komm, Großer! Und dann müssen wir uns gleich wieder hochheilen, ein bisschen. Wenn wir nicht gerade nachladen müssen. Was? Ich sehe den doch. Naja, gut. So, ein ungeliedet und schon kriegen wir wieder. Aua, aua, du spinnst wo. Pass auf! Das wäre wieder fast zu kurz gewesen, ne? Immer schön ins Gesicht. Da freuen sie sich. Die Daten sehen gut aus. Ringe, ringe. Okay, hat nie du geklappt. Einige der Dateien einsammeln. Ich verarsche genügend nur die mit dem, ne? Wo ihr reinschreiben sollt. Da lebe ich immer drum rum, verarscht hier. Ist so geil, es macht richtig Spaß. Mit den Daten, die du sammeln konntest, können wir leichter Überlebende lokalisieren und schön. Schwachstellen im Sturm finden. Nunu. Genau. Kennen wir ja schon. So, da haben wir das auch wieder abgeschlossen. Sieht auch cool aus. Zweimal Headhunterin Ramirez und zweimal mystische Grenadierin Ramirez. War das jetzt so richtig? Das ist auch egal. Auf jeden Fall kriegen sie alle drei ein Däumchen, weil jedes Däumchen ist ein Träumchen und natürlich für euch auch die Möglichkeit, ihr wisst Bescheid. So, Beute Level 4. Schade, dass es nicht mehr geworden ist. Und direkt mal wieder. Oh, schön, guckt euch das an. 11.000. Oh. Aber wir kriegen ja gleich noch was dazu, weil wir haben unseren Hoffnungsschimmer ja abgeschlossen. Dann kriegen wir gleich nochmal 7.500 dazu. Und was haben wir noch? Missionsalarm. Belohnung 80. Jawohl. Genau so ist es. Ja, und ich muss mich natürlich noch bei einigen bei euch bedanken für die Pinatas. Ne? Wir sind jetzt bei 456 Mini-Lamas. Ob wir es bis zu meinem Geburtstag schaffen, die 1000 voll zu machen, das wäre natürlich richtig geil. Auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus. Erstmal vielen lieben Dank an diejenigen, die mir bei den SSV mitmachen lassen haben. Das klang jetzt echt bescheuert, aber erstmal vielen lieben Dank an die, wo ich es machen durfte. Und dadurch konnte ich natürlich einige Mini-Lamas abgreifen. Ne? Also 456 ist schon ein Pappenstiel. Und ihr könnt uns daran erinnern, ich brauchte für 200 Mini-Lamas brauchte ich anderthalb Stunden. Ich will nicht wissen, wie viel wir über 1000 brauchen. Da ist die Hälfte von euch schon eingeschlafen auf der Tour, eingeschlagen. Vermute ich mal ganz stark. Also denke ich mal. Und ja, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Denkt dran an die Abstimmung, welche Heldenklasse es nächste Folge sein soll. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf euch. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.